Herzlich willkommen beim Weihnachtshaus Bad Datzmannsdorf. Wir befinden uns in unserem Garten, der hat 5000 Quadratmeter. Wir haben quasi 11 Monate Weihnachten. Wir fangen in der ersten Augustwoche mit dem Schmücken an und sind eigentlich ein, zwei Tage vor dem Aufsperren am ersten Adventwochenende mit dem Aufbau fertig. Dann haben wir bis 6. Jänner geöffnet und die Abbauphase dauert dann wieder bis Ende Juni. Also wir haben eigentlich nur einen Monat weihnachtsfrei. Mit dieser Weihnachtsbeleuchtung habe ich mir eigentlich einen Kindheitstraum erfüllt. Ich versetze mich immer zurück in die Kindheit, weil einfach dieses Verspielte, diese Lichter einfach im Herzen auch gut tun und nicht nur charitymäßig, dass wir dadurch vielen, vielen Leuten helfen können. Es tut der Seele gut. Merry Christmas and a happy holiday season. Kommt rein in unser Winterwunderland. September, da räumen wir die ganze Wohnung leer und mit 1. Oktober fängt bei uns dann auch das Dekorieren an. Am 1. Adventssonntag wird die Wohnung das erste Mal beleuchtet und da sage ich immer, da kommt dann der Zauber der Weihnacht in die Wohnung. Der, was dann genau am 25. in der Früh, wenn ich aufstehe, ist der Zauber der Weihnacht wieder weg. Aber wirklich. Und in der Zwischendurch dann nur meine Depression. Ne? Also ja. Weil in der leeren Wohnung immer, ja, sitzt und alles weg ist. Vor 10 Jahren hat das ungefähr angefangen, da haben wir den ersten Umbau gehabt und da haben wir sukzessive immer ein bisschen mehr Weihnachtsdeko und da haben wir dann das erste Mal gesagt, so und jetzt machen wir ein Winterwunderland draus und das ist halt dann von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr geworden. Früher haben wir auch ganz normale Weihnachtsdeko gehabt, dort ein bisschen was, da ein bisschen was. Weil ich habe da ein Jahr gehabt, wo ich gleich um 3000 Euro eingekauft habe, weil mir das gefallen hat und da hat er schon gesagt, jetzt reicht es aber dann. Und so ist es dann eigentlich entstanden. Und ja, jetzt konnte man es auch noch für sich ohne den ganzen Weihnachten nicht mehr vorstellen. Na, am Anfang hast du es ja für mich gemacht. Ja. Weil ohne ihn ging es nicht. Ne? Wenn er nicht mitgespielt hätte, hätte er das gar nicht machen können. Ne? Und da hat er es halt für mich gemacht und jetzt ist er aber selber schon so ein kleiner Freak geworden. Da liegt auch eine Figur, habe ich gesehen, liegt da hinten. Jetzt unser Weihnachtshaus, also die Aufbauarbeiten, machen zu, sage ich jetzt, 90% mein Mann und ich, weil wir wirklich von August bis zum ersten Adventwochenende dran arbeiten. Wir haben aber Gott sei Dank sehr, sehr gute Freunde, die uns dann einen Tag ihres Lebens schenken und uns dann helfen. Aber es sind viele Dinge, die ich einfach selber nicht aus der Hand geben kann. Die komplette Elektroverkabelung und das Ausrechnen, weil wir haben auch zusätzlich eine Starkstromleitung hereinbekommen und das ist eigentlich Frauenhand. Das Aufhängen der Lichterketten im September, Oktober, wo ich dann wirklich stundenlang auf der Leiter stehe, das geht dann schon in die alten Knochen. Sehr viele schöne Sachen von Freunden und so, das ist echt schön. Allerdings, da werden wir sicherlich jetzt schon die 15.000 Euro oder was investiert haben, wir nicht mehr. Es gibt eine Situation, wo wir an und für sich dann eben für uns selber beschlossen haben, dass wir schauen, dass wir jedes Jahr immer mehr was Neues kriegen. Das war damals zu Halloween mit den Halloween-Kindern.
wie wir das erste Mal die Türen aufgemacht haben. Die sind da in der Mitte gestanden und die glänzenden Augen von dem kleinen Buben, der hätte es sehen müssen. Und ja, das war wirklich schön, wie er ihn anschaut, sagt er, sind wir da am Nordpol? Und das zum Beispiel motiviert einen natürlich das, noch umso mehr. Ja, also das sind dann so Sachen, da rennt mega wieder kalt auf. Das ist einfach total schön. Ne? Begonnen hat der Gedanke zu seinem Weihnachtshaus in meiner Kindheit. Wir waren sehr oft mit den Eltern in Disneyland, meine Schwester und ich. Und da habe ich mich mit diesem Weihnachtsvirus angesteckt. Und der ist also Gott sei Dank bis jetzt da geblieben. Und ich habe eigentlich immer Weihnachtsbeleuchtung schon seit der Jugend gesammelt. Leider Gottes war dann ein sehr, sehr trauriger Anlass, der Tod einer Freundin. Da haben wir dann die erste Charity-Veranstaltung gemacht und seitdem bleibt sie eigentlich immer in Gedanken. Sie wird wahrscheinlich auf der Wolke 7 da oben sitzen und runterschauen und uns hoffentlich sehen mit den Lichtern.